die Stadt Hannover aus unserer Sicht rechtswidrigerweise auch hier in dieser Stadt nur eine Stunde für unsere Kundgebung, für unsere Wahrnehmung des auch für uns geltenden Versammlungsrechts zugestanden. Wir sind deshalb gezwungen, unser Programm hier für euch, wo ihr doch alle so zahlreich erschienen seid, um uns zuzuhören, in abgespeckter Version vorzutragen. Ich bin mir aber sicher, dass das der Sache keinen Abbruch tun wird. Liebe Hannoveraner, ich freue mich jetzt ankündigen zu dürfen, den Spitzenkandidaten der niedersächsischen NPD, Adolf Dammann. Hannoveraner, der niedersächsischen Hauptstadt. Durch Bekannte in anderen europäischen Ländern, aus Übersee und von hier lebenden, befreundeten Ausländern weiß ich, dass das Bild der Deutschen inzwischen weltweit feste Konturen gewonnen hat. Auf dem Kopf die Narrenkappe, den Leib im Büßerhemd und darunter die Spendierhose. Durch Grundgesetzänderung dürfen wir mittlerweile, da die noch im Golfkrieg von uns mit Milliarden Steuergeldern bezahlte Munition der Amis weltweit selber verschießen. Welch emanzipatorischer Fortschritt, kann ich da nur sagen. Die Deutschen von heute sollen nicht nur Milchkuh, sondern möglichst aus Kampfstier sein, rindlicher eben mit Haut und Haaren. Fasst man alles zusammen, was in letzter Zeit unter dem quäligen Motto Kampf gegen Rechts verlautbart wurde, so eröffnet sich teilweise ein erschreckender Blick auf die Anfangssymptome totalitärer Denkweisen. Demokratie lebt von Rede und Gegenrede, werte Zuhörer. Vom Zuhören können, von der Herausarbeitung der Zusammenhänge von Ursache und Wirkung, von der Toleranz gegenüber anderen Meinungen. All dies, verehrte Hannoveraner, all das scheint inzwischen außer Kraft gesetzt zu sein. In keinem anderen Problembereich der Politik wie der Überfremdung unseres Landes sind die früheren Warnungen hinsichtlich verkraftbarer und integrierbarer Größenordnungen der Zuwanderung von Ausländern in Abhängigkeit von kultureller Nähe oder Ferne so brüsk ignoriert worden. In keinem Bereich wurde der demokratische Dialog mit dem deutschen Staatsbürger so frühzeitig verhindert. Der Wähler ließ es viele Jahre geduldig mit sich machen, bis die Verhältnisse punktuell unerträglich wurden, vor allen Dingen in den Großstädten. Nun wird der Einfachheit halber das eigene Volk beschimpft. Neuerdings kommt man den Deutschen sogar mit Antisemitismus vorwerfen. Aber das Problem der Demokratie sind die Politiker selbst. Aus ihrer intellekten Arroganz, ihrer abgehobenen Besserwisserei, ihrer Verleugnung des Amtseides, dem deutschen Volke zu dienen, speist sich die Politikverdrossenheit in diesem Lande. Sie mögen es nur nicht mehr. In einer Einheitsfront aus Kirchen und Gewerkschaften, Wirtschaft und Parteien, Medien und Pädagogen sowie in- und ausländischen Extremisten wird nun gegen das eigene Volk mobil gemacht, wie man das hier in Hannover vor uns erleben kann. Eine Welle regelrechten Psychodrucks überzieht den
den Schulbetrieb, als wenn es unstrittig ist, dass alle Gewalttaten zu verabscheuen sind. Aber muss deshalb gleich jede vernünftige Debatte über die Grenzen des Machbaren im Keim erstickt werden. Hier wird ein Gleichschaltungszwang entwickelt, der fatal an totalitäre Herrschaftspraktiken erinnert. Wer vor wenigen Jahren bis zum Fall der Mauer, war es der Fall, noch den Frieden in Freiheit wollte, war ein Kriegstreiber. Wer die Zuwanderung aus aller Welt heute begrenzen will, ist ein Faschist und Ausländerfeind. So einfach ist inzwischen das Strickmuster. Der deutsche Größenwahn kehrt in neuer Gestalt wieder. Die halbe Welt erobern oder die halbe Welt feins aufnehmen. Wo ist da der Unterschied? So frage ich mich. Die Fantasielosigkeit der Herrschenden zur Verzierung der Verausländerung unserer Heimat ist mittlerweile jedoch auch schon ziemlich auffällig. Vor Jahren noch glänzte das Berufs- und Gewohnheitsdemokratentum mit skurrilen Gutmenschenaufmärschen in fast allen westdeutschen Städten, zum Beispiel auch hier in Hannover. Sehr gut erinnere ich mich an eine immerhin gelungene Lichterketten-Stehparty rund um die Hamburger Binnenalster. Für den unbefangenen Beobachter war es, so muss ich eingestehen, ein grandioses Schauspiel zu sehen, wie sich Hunderttausende kleiner Lichtlein zu einem Gebilde formierten, das beim Betrachter den nachhaltigen Eindruck eines riesigen Armleuchters hinterließ. Das macht, verehrte Mitbürger, das macht den Deutschen so schnell keine Nacht. Vorbei die noch damals allgegenwärtigen leuchtenden Paraffin-Happenings. Im Widerschein des Lichtes und der Pommesbude traf man sich, bekannte sich schuldig und wies doch jegliche Schuld von sich. Verantwortlichkeiten wurden abgewälzt, wissentlich oder unwissentlich. Dreimal dürfen wir raten. Völkermord in Afghanistan, Kurdistan oder Palästina, vorsätzlicher Kindermord im Mutterleib. Wo bleiben die weißen Laken und Fackelträger, frage ich mich, auch hier in Hannover. Hannoveraner, es ist heute nicht wie nach dem ersten Waffengang des letzten bzw. zweiten 30-jährigen Krieges gegen Deutschland von 1914 bis 1945. Wie während der 20er Jahre werden wir nicht wieder von den Marionetten der internationalen Hochfinanz mit Hilfe deren deutsch sprechender Kreaturen bis auf Blut ausgesaugt, so sehr, dass wir kein Geld mehr für unsere eigenen Kinder haben, frage ich Sie. Alle Verbrechersysteme der Welt haben heute Erfahrung, wie man den deutschen Tölpel ohne Widerstand ausbeuten kann. Was im Mittelalter noch die mit satanischer Absicht in Angst gestürzte Seele des Einzelnen, die eine Ausbeutung durch gewissenlose Waffen erst möglich machte, so ist es heute das ganze Volk, das durch gewissenlose Verbrecher seit über 60 Jahren in einer seelisch-geistigen Schuldverzweiflung gehalten wird, um es desto gründlicher erpressen und ausplündern zu können. Selbstverständlich wird der Umfang dieser Ausraubung von den deutschen Sklavenhaltern sorgfältig vertuscht und von den betrügerischen, im Auftrag der Siegermächte tätigen Medien wie Presse, Rundfunk und Fernsehen systematisch unterdrückt. Ganz vorne an der NDR hier in Hannover. So bezahlen wir deutschen Sklaven
heute jedes Jahr Milliarden Besetzungskosten an das westalliierte Verbrechergesindel. Milliarden Euro für eine sinnlose, weitgehend korrupte Entwicklungshilfe. Auf dem Umweg über Brüssel jährlich Milliarden an die Erben der Stalinisten Polens, die 1 Million deutsche Menschen bestialisch umgebracht haben und 150.000 Quadratmeter geraubten deutschen Landes verkommen lassen und zerstören. Immer noch schuldet uns der Raubstaat Polen Milliarden Euro an nicht einbringlichen Krediten aus den letzten 25 Jahren. Milliarden Euro netto an eine zur wirtschaftlichen Gestaltung vollkommen unfähige, vielfach korrupte EU, die in großem Umfange von der Mafia und der mit dieser verbundenen irischen Regime ausgebeutet wird. Milliarden Euro für die Finanzierung von Scheinasylanten, die auf kriminelle Weise das deutsche Asylrecht rechtswidrig in Anspruch nehmen. Milliarden für Arbeitssuchende an Unterstützung, Arbeitslosenhilfe, Sozialhilfe und anderes mehr, die es nur deshalb gibt, weil wir Millionen Ausländer als sogenannte Gastarbeiter im Lande haben und keine der von den literarischen Medien abhängige Regierung von diesen unerträglichen Lasten zu befreien. Verschleudert werden Milliarden Gelder an südeuropäische Pleitestaaten und international agierende Zockerbanken. Insgesamt werden sich jährlich von den Deutschen in der BRD fast 70 Jahre nach dem Kriege Hunderte von Milliarden an Tributen bezahlt. Für Kindergeld an Deutsche steht dagegen in diesem Sklavenstaat jährlich nur ein Bruchteil der Tributleistungen bereit. Es gibt kein Beispiel in der Geschichte, dass eine Regierung je so verantwortungslos und gewissenlos gegen das eigene Volk gehandelt hat. Die Gewissenlosigkeit der Herrschenden wird nur noch dadurch übertroffen von den widerlichen Heuchlern aus SPD, Grünen, Kommunisten und Gewerkschaften, wie wir sie hier heute in Hannover vor uns vor Augen haben. Diese Herrschaften, die es gut heißen, fordern, dass dem deutschen Arbeiter mit diesen Unsummen von Geldern jedes Jahr ein Großteil seines sauer verdienten Nettolohnes und die einzige Möglichkeit, einen Spargroschen zurückzulegen, abgepresst wird, um sie für die genannten Schweinerei der volks- und verfassungsfeindlichen Systemparteien in Hannover und Berlin zu verschwenden. Um dem Volke Sand in die Augen zu streuen, werden in einer heuchlerischen Politik ohnegleichen von Zeit zu Zeit lächerliche sogenannte Steuerreformen, die für die Geschundenen keinerlei Entlastung bringen, zu Jahrhundertleistungen hochgejubelt. Dabei sind diese Sklavenzahlungen nur ein Teil der ständig im Gang befindlichen Ausraubung unseres Volkes. So, wie lange noch, fragen wir uns. Die Ausplünderung im Mittelalter wurde dadurch beendet, dass Pfaffentum zum Teufel gejagt und auf die Klöster der Rote Hahn gesetzt wurde, dass sich die Mehrheit des Volkes, die Bauern, zu einem Verzweiflungskampf erhoben und die Blutsauger erschlugen. Wann werden wir die Herrschaft der Unterdrücker und ihrer Sklavenhalter beenden, damit unser Volk wieder frei nach seiner Art leben kann, damit unsere in schwerster Arbeit erschaffene Leistung wieder dem Leben unserer Kinder zugutekommt?
Stadtbürger, Hannoveraner, wir Nationaldemokraten betrachten unser politisches Wirken als einen Kampf von der Wiege bis zur Bahre. Und wir versprechen hier heute an dieser Stelle erneut nicht zu ruhen oder zu rasten, bis unser Volk aus Knebelung und Knechtung befreit und sich in einem Europa freier Völker neu vereinigt hat. Mögen die Mächtigen in diesem Lande uns beobachten, mit Provokateuren unterwandern und uns benachteiligen und natürlich ganz demokratisch terrorisieren. Wir schleudern den Lakaien des Liberalkapitalismus und Dollarimperialismus voller Verachtung die deutschen Worte entgegen. Stoßen können sie, fällen können sie nicht, schlagen können sie, zwingen können sie nicht, mördern können sie, ausrotten können sie nicht, verbrennen, ertränken und aufhängen können sie, zum Schweigen bringen können sie uns nicht. Wir Nationaldemokraten werden niemals schweigen, solange Deutschland widerrechtlich zerstückelt ist und zum Ausbeutungsobjekt der Imperialisten erniedrigt bleibt. Niemals werden wir Nationalisten die Idee aufgeben, Deutschland in seinen rechtmäßigen Grenzen zu vereinigen. Im Gegenteil, wir werden sie zum Kochen, zum Überkochen bringen und mach es 100 Jahre dauern. Darauf könnt ihr euch verlassen. Und wenn es dann soweit kommen sollte, dass der Wähler in seiner Mehrheit uns national bundesweit sein Vertrauen schenkt, dann wird es, das können wir Ihnen, Bürger von Hannover, versprechen, dann wird es Schlag auf Schlag gehen. Ich will es Ihnen sagen, was dann passiert. Deutschland beschließt die Aufkündigung ihrer Abkommens und weist 2,5 Millionen Asylanten aus. Der neu gewählte Bundestag beschließt eine Grundänderung. Das Grundrecht auf Asyl wird ersetzt, gestrichen. Die neu gewählte Regierung bringt eine Flut von Gesetzesänderungen ein. Der Staatshaushalt darf nicht mehr mit Steuern finanziert werden. Ausländer ohne Arbeit sollen sich nicht länger als 3 Monate in Deutschland aufhalten dürfen. Sozialleistungen werden ab sofort nur noch in Deutsche gezahlt. Ein neues Arbeitsplatzschutzsicherungsgesetz stellt für alle Deutschen das Recht auf Arbeit sicher. Betriebe, die noch Ausländer beschäftigen, müssen dafür eine Rückführungs- und Wiedereingliederungsabgabe bezahlen. Unternehmen, die ohne Genehmigung des neuen Außenhandelsministeriums Produktionsstätten im Ausland errichten, müssen Sondersteuern auf Firmenbesitz und sonstiges Vermögen in Deutschland entrichten. Die deutsche Regierung stellt alle sogenannten Wiedergutmachungszahlungen ein. Das Verteidigungsministerium holt alle Soldaten aus dem Ausland zurück. Deutschland berät über Austritt aus der NATO. Ausländische Truppen müssen Deutschland für immer verlassen. Die D-Mark wird wieder eingeführt. Die EU-Verträge müssen neu verhandelt werden. Deutschland will nicht länger Zahlmeister der ganzen Welt sein. Der deutsche Bauernstand wird von Billigeinfuhren geschützt. Eine Gesundheitskontrolle wird für alle Ausländer aus solchen gefährdeten Ländern beschlossen. Das Bundesseuchengesetz wird auch gegen Eidskränke angewendet, auch hier in Hannover. Die Polizei erhält größere Vollmächten,
zur Kriminalitätsbekämpfung. Die erste Volksabstimmung findet statt unter dem Motto: solche Kinderschänder und Schwerkriminelle, die Todesstrafe wieder eingeführt werden. Die Zahl der Verbrechen geht um 80% zurück. Viele Deutsche schließen nachts ihre Haustüre nicht mehr ab. Auch ältere Menschen trauen sich nach Einbruch der Dunkelheit wieder auf die Straße. So stellen wir Nationaldemokraten uns die Zukunft vor. Ja, liebe Mitbürger, wir werden es anpacken. Haben Sie Vertrauen, machen Sie einen Anfang. Wählen Sie am 20. Januar NPD, Nationaldemokraten.